Revi wird geschminkt. Ey, ich hab grad zum Chat gesagt, so guck mal, wenn er es jetzt schafft, 1500 Euro innerhalb von 10 Minuten zusammenzutragen, dann lass ich mich schminken und laufe den ganzen Abend damit rum. Ja, haben die halt geschafft. Ja, geil. Jetzt kannst du mich dann... Ich freue mich da richtig drauf. Das ist schon immer so ein innerer Wunsch von mir gewesen. Dass ich ja, vor allem von dir, ne? Ja, geil. Womit fangen wir an? Womit geht man so... Ich hab alles. Okay, du hast alles. Willst du das Komplettpaket oder möchtest du nur so ein bisschen so... Ich hab auch einen Wunsch. Ja. Oh, okay. Verunstalt ihn bitte. Ja? Nee, soll ich ja gut oder scheiße aussehen? Nee, du sollst so richtig... Du siehst hier schon aus. Hilfst du mir dabei? Nee, ich will... Hey, ich will mich von Pietro schminken lassen. Doch. Okay, jeder kriegt eine Gesichtshälfte, ja? Okay. Jeder kriegt eine Gesichtshälfte. Okay, machen wir. Die Schöne und das Biest. Ja, okay. Ey, ich hab sowas noch nie in der Hand gehabt. Wirklich. Zuallererst. Jawohl, Revi! Okay, nice. Damit nichts... Ja, genau, damit nichts... Jetzt. Vielleicht habe ich ja noch eine Karriere irgendwie beauty-mäßig. Nee, Digga. Fangen wir an mit Foundation. Ich will erst einmal deine Seite machen. Nee. Soll ich machen? Ihr macht gleichzeitig. Parallel? Aber ich wollte es eigentlich schön machen. Ja, aber du kannst deine Seite machen. Lass sie die schöne Seite machen und dann komme ich. Vielleicht kriege ich es genauso hin. Okay. Kannst du nur eine Seite, ja, ne? Ist nicht schwer. Ja, ist kein Problem. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Ich weiß nur nicht, ob das eine Farbe ist, ne? Aber ich sag dir ehrlich, Schminke kann... Kannst du... Was ist das jetzt, was du da drauf... Das ist jetzt Foundation. Also das ist so eine sozusagen Grundierung und das deckt so die Rötung ab im Gesicht. Ah, okay. Hätte ich sowieso vorher machen sollen vielleicht, ne? Bevor ich... Nein. Liegt der dann auch braun oder? Wenn die dunkel ist, dann ja, aber das... Die Farbe... Achso, das wissen wir hier gerade noch gar nicht, oder was? Nee, also die Farbe ist ein Ticken zu hell, siehst du? Ah, okay. Ach, bin ich... Ein bisschen, boah, ist aber nicht so schlimm. Ah, guck, ich war Sonnenbank, Bruder, weißt du? Hat sich gelohnt. Revi, wie geht's? Ich hasse wirklich Schminke, also echt? An einem Mann. Aber wenn es gut gemacht ist, so von der Visagistin, ist doch eigentlich ganz geil. Fühlst du dich da nicht fresher? Also mein Gesicht sieht fresher aus, aber es ist so an der Haut für einen Mann, also für mich persönlich... Mit Try Army. Komisch. Mit Kim kann ganz schlimm aussehen. Willst du mir helfen? Also wenn du willst, kannst du die andere Seite machen. Okay. Mach einfach, so wie du denkst. Was machst du denn mit mir? Oh, Junge Pietro. Bro, du musst es auch miteinander verbinden, ne? Aber nicht so viel. Hör auf, in ihre Seite reinzumalen. Alles gut. Der verblendet das gerade. Ja, er macht das schon. Mhm. Voll schön. Ich find's so schrecklich. Okay, dann machen wir weiter mit Concealer. Guck mal nach oben. Digga, wenn du es mir ins Auge machst, ich raste aus. Oh Gott, jetzt riech ich am Zucken. Hast du Angst? Ja, vor ihm. Du haust mir blaues Auge. Mach mal so. Mach mal so. Du musst richtig nah ans Auge Hupfen, gehen. Oder? Hupf dir nicht ins Auge. Ins Auge? Auf jeden so, Fall. Jetzt machen wir weiter mit dem Bacon. Bacon? Kannst du mich mal... Was denn Bacon? Beim Bacon wird er nervös. Was denn Bacon? Damit fixierst du sozusagen den Concealer unter den Augen, damit es nicht in die Fältchen rutscht. Und dann siehst du den ganzen Tag fresh aus. Du hast ja noch ein bisschen was vorne. Ja. Kannst dich ja nicht abschminken. Nee. Guck mal jetzt nach oben. Genau. Aber das ist nicht dieser klassische Puder, den man... Nee. Und es kann auch ruhig weiß sein. Ich kann gerade den Chat nicht mitlesen. Oh. Bro, was ist... Das sieht bei dir aus wie Mehl auf jeden Fall. Was ist das? Ja, ich bin jetzt voller... Guck mal hier, Digga, wenn ich rede, ist... So, weiter geht's mit Contouring und das hier ist Vitique, oder? Das ist Vitique, yes. Oh, der sieht voll fresh aus. Ja, hat sie ihr eigenes Produkt. Wo ist deins? Oder ich hab keins leider. Also, noch nicht. Das heißt, dein markantes Gesicht wird jetzt ein bisschen feiner. Ja. Das ist schön gerade. Ich fühle mich so wohl. Du sahst noch nie so gut aus. Danke. Warte ab, Revi, warte ab. Das kriegst du niemals hin, Digga. Nein, ich krieg's nicht hin, aber ich gebe mir Mühe. Und das ist viel wichtiger, wie alles perfekt zu machen. Das stimmt, Ist das falsch? Ja. Warte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Warten wir mal ab. Ich bin kein Gartenzaun, den du anmalst, Digga. Das ist Kunst. Ja. Okay, für das, dass es so crazy war, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ready? Ja, was ist das? Das ist wieder dasselbe Puder. Oh, jetzt für die Wangenknochen. Das ist ein bisschen schwer mit dem Bart, ehrlich gesagt. Aber wofür macht man das denn? Damit die Konturen noch mehr rauskommt. Ach so. Oder bei dir ist das, weißt du, wie die mich schminken. Ich sehe da markanter aus danach. Digga, ich sehe gleich schon so einen fetten roten Punkt auf meiner Wange von ihm. Nein, niemals. Damit kann ich umgehen. Ist auch von dir. Mm-mm. Hast du sowas noch nicht? Noch nicht. Aber kommt. Bestimmt. Verrat mich zu viel, ne? Das ist Top Secret. Nur Schimmer. Warum malt der immer da oben rum? Da warst du ja nie. Aber das sieht gar nicht so scheiße aus. Okay, jetzt machen wir die Augenbrauen. Ja. Ach, die werden auch angemalt. Na klar. Ja, moin. Nicht bewegen. Es tat schon weh, so fest, wie du drückst. Diese Feinarbeit. Oh, warte mal. Bei dir, guck mich mal an. Die liegen bei ihr ein bisschen... Wie hast du die so hochgekriegt hier? Ich habe bei der Ecke ein bisschen mehr gemalt. Ah, okay. Nein, jetzt habe ich, einen Fehler hier gemacht. Guck mal, mach einfach hier weiter, hier vorne, und dann sieht es wieder cool aus. Der malt mir mehr Augenbrauen, ich will ja gar nicht mehr. Nein! Digga, was macht der? Jetzt habe ich verkackt. Was macht der? Ich war so gut, Alter. Warte. Habe ich jetzt eine richtig dick und die andere dünner? Nein, das regt mich gerade richtig Leicht. Auf. Guck mich mal an, bitte, das tut mir gerade weh. Das war so gut. Aber du kannst ein bisschen ausbessern, ne? Wenn du willst. Ach du Scheiße, ich habe es gerade onstream gesehen, das sieht ja richtig... Kannst du aufhören, das ist Körperverletzung. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Einen kleinen Fehler? Doch, das war der hier. Du
einen kleinen Fehler. Ein bisschen ausbürsten, dann geht's ein bisschen weg. Pass auf. Digga, ich sehe aus wie That's Big hier. Ey, so viele Farben gibt's da. So. Was ist das jetzt? Nee, wirklich. Das ist Wimperntusche? Nee, das ist Lidschatten. Du kannst entscheiden. Lidschatten ist hier, ne? Darf ich mir einen aussuchen? Okay, du darfst aussuchen. Grün ist schon sehr extravagant. Mhm. Aber ich finde sowas Rotes eigentlich ganz schön. Oder das Blaue hier, das ist schön. UV. Aber ich finde es. Oder Gold? So Gold ist so glamorous, ne? Aber das ist eher leichter. Also die sind schon ein bisschen krasser dann. Piero, was sagst du? Ich finde, in so einem Stream muss man schon krasse Sachen machen. Was ist denn das Krasse? Das Grüne eigentlich, ne? Ich würde sagen, das. Dann nehmen wir das UV. Ja? Komm, ja, ja. Wenn du sagst, das ist krass, dann nehmen wir das. Dann am Auge zu. Aber manche machen auch so zwei Farben übereinander, ne? Mhm. Aber das ist ja verboten worden, Pietro. Wieso? Nein, ich mach das nicht. Ich streichel dich mal ein bisschen, okay? Das ist sehr schön. Ich entspanne da auch ein bisschen mehr bei, weißt du? Mikey, was willst du? Ich smoke dich ab. Close your eyes. Das ist unfair. Wir haben gesagt, ist das nicht ist... nicht so viel. Alles gut. Sieht halt sehr snatchy aus. Weißt du, wie lange ich das schon machen wollte? Oh! Digga. Oh, okay. So reicht doch, oder? Nein. Also ich kann es auch offen sagen, ich fühle mich sehr unwohl gerade. Geil, Mann. Süß. Wie fühlt sich das so an, Revi? Also ich hatte das Gefühl, dass Pietro die Hand so ein bisschen Parkinson hat, weißt du? Echt? Ja, die zittert sehr. Er scheint sehr nervös zu sein, aber er nimmt es ernst. Mhm. Guck mich mal an. Das Ding ist, wenn ich jetzt Barisch schminkt mich, ach so, okay, hätte mir wehgetan. Ja, passt. Okay. Ja? Dann geht's jetzt weiter mit Eyeliner. Puh, das wird hart. Digga, komm, schmink mich. Entschuldigung. Jetzt. Oh, oh. So, Digga, sei vorsichtig, wirklich, Mann, ehrlich. Oh, das ist kompliziert. Was machst du? Okay. Was machst du, Junge? Was tust du? Ich finde das schön. Es wäre gut geworden. Moment, nicht gucken. Sebastian, nicht gucken. Okay, ich gucke jetzt nicht mehr in den Chat. Ich guck nur noch hier auf meine Donations. Jetzt kommt der Fun-Part. Was wird das jetzt? Highlighter. Wie viele Layer sind denn das? Paar. Aber bist du jetzt gerade genau so geschminkt? Nee, ne? So krass jetzt nicht, ne? Das okay, jetzt effektiv schwach. Gesehen. Wie gut ist das für die Haut, wenn ich das jetzt 20 Stunden drauf lasse? Ist nicht so schlimm. Okay, was soll ich? Warte, was geht? Ja. Ich mach mal mit dem Finger und dann hier, muss man selber entscheiden. Auf die Nase? Nee. Ah. Ja. Das ist nur für die Schattierung. Nee, das ist ein Highlight, oder? Mhm. Ja, ja. Genau das Gegenteil von einer Schattierung, oder? Okay, Entschuldigung. Warum machst du mich jetzt fertig? Weil ich es weiß, weil ich informiert bin. Ja, okay, aber... Beauty-Blogger. So, warte mal. Wo ist denn jetzt dieses eine Pinsel? Warum auf meine Stirn? Nein, was für Stirn? Ist aus Versehen gekommen. Digga, kannst du nicht ziehen mit deinem Finger? Ja, gut. Was schön. Jetzt? Wimpern. Ey, du hast schon alles fast. Oh, Wimpern, das wird schwierig für mich. Das wird hart. Sind das gute Wimpern? Mhm. Sind die teuer? Warte mal, was passiert jetzt hier? Ja, doch schon teuer. Wir kleben jetzt Wimpern drauf. Schnurrbart ist das für Bart. Ja, ehrlich gesagt. Tut das weh? Nein. Ein bisschen, ja. Ja, das kann sein. Aber es ist nicht so schlimm. Wäre schön sein, ist echt nicht so sein. Schlimm. Pietro, du hast mich zu einem Monster gemacht. Ja, ich finde dich sehr schön, wirklich. Kannst du bei ihm den Kleber bitte drauf machen, sonst tut er zu viel drauf und dann sind meine Augenlider weg oder okay. So. Okay. Du musst auch mal Risiko gehen. Digga, du klebst mir das hier hin. Das ist, ich werde blind, wenn du es falsch machst. Man muss hier Risiko. Ich gehe doch auch gerade Risiko mit dem Boxer. Ich weiß, dass ich gegen. Ja, aber 1000 Euro versus Blindness, Alter. Nein, erblinden wirst du nicht. Es wird vielleicht ein bisschen brennen und so und du wirst dein Auge okay. Nicht aufkommen. Brennen ist doch okay, sag ich. Ich möchte den Kleber drauf machen. Nein, mach keinen Kleber. Doch. Was wollt ihr denn raus? Nein, es irgendwo hat's ein Ende, Digga. Und wenn du jetzt. Und du kneifst? So setzt du dich hier ein. Okay, stopp. Ja, ja, was kneifen? Okay, nee, wir machen es nicht. Okay, einmal Auge zu. Boah, das sieht gerade richtig krass aus. Und ich werde dir das richtig auf dem Augapfel kleben. Kann ich aufmachen? Warte, nee. Boah, Revi, nein, Alter. Mach das mal ist auf. So hart. Revi, oh mein Gott. Okay, das stört mega. Ja, wie sieht man denn da? Ich sehe nichts mehr. Du siehst nichts mehr, dein Auge ist offen. Ja, aber das ist ja mega. Nicht anfassen, Alter. Aber könnte man das... Mein Auge klebt zu. Mein Auge klebt zu! Oh nein, du stirbst! Mein Auge klebt zu! Warte. Ah! Mach mal zu. Ich hab Kleber im Auge. Mach mal auf. Ich kann nicht nochmal gucken, es tut weh. Können wir nur eins machen? Tut das weh? Wieso tut das denn weh? Weil es brennt. Das Lustige ist an der ganzen Sache, dass du das jetzt dran machen musst, ne? Ich glaube, ich bin dagegen allergisch, bitte. Au! Warum kneifst du da rein? Ich hab die reingekniffen! Und, machen wir jetzt auf, jetzt schwach. Ist wieder weg, ne? Eine Regel und... Mein Sichtfeld ist eingeschränkt, ja, weißt du, was ich meine? On stream. Ich sehe weniger, das ist als hätte... Also weil es ein bisschen runtergeht, das stimmt, ja. Aber das kommt dir nur so vor, das geht nicht wieder weg. Das ist wie so eine Kontaktlinse. Anlauf habe ich mehr gehabt. Ja. Okay, Pietro, bist du bereit? Ja. Nein! Ich würde es nicht machen, Bruder. Ganz ehrlich, klebst mir einfach in die Augenbraue, ist egal. Mach aber nicht ans Auge. Vertraust du deinem Bruder nicht? Nein, doch, mein Bruder sitzt da hinten. Der sitzt da. Der hat damit nichts zu tun. Und damit will er sagen, dass du nicht sein Bruder bist. Doch, hart. Natürlich bist du das. Aber es geht um... Es nein! Geht um mein, es geht um ein Augenlicht. Ja, aber nein, Augenlicht nicht, nein. Licht ist ja auch nicht so wichtig. Stimmt. Voll überbewertet. Ja, okay, doch. Halten, weil sonst fällst du runter. Was ne? Will ich mal? Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo soll das hin? Ich will ihm wirklich wehtun. Wo soll das hin? Auf mein Arschloch, Digga. Auf mein Arschloch soll das Teil.
Beweg dich nicht. Bro, warum zieht das? Stark. Ne? Und jetzt auf. Das ist so unangenehm gerade. Es ist das. Ja, Digga, die hängt ja in meinem Auge drin. Ich sehe ja gar nichts auf dem Auge, Alter. Das ist aber so bleiben. Das ist, als hätte ich eine Piratenaugenklappe an. Ich habe sowas noch nie gemacht, Mann. Schön. Ja? Schön. Ja. Ja. Schön. Ja, machen wir weiter, komm. Ja, komm, es kann, ab jetzt geht's eh nur noch abwärts, was soll's. Ich bin gespannt, wie ich später aussehe, wirklich. Komm, wir quälen dich mal nicht allzu sehr, weil das kriegst du den ganzen Abend nicht ab. Mhm. Oh, das kriegt der Habt ihr keinen normalen Lippenstift? So. Nee, aber das Lipgloss, das geht sofort ab. Ja? Okay. Und schmeckt gut. Okay, schmeckt gut. Ist auch Bitik? Natürlich. Sehr gut. Ach, was schmeckt mal, das? Hat ganz schöne Farben. Das schmeckt. Das ist jetzt krass, was das für eine geil. Ist das so eine Mischfarbe? Holo. Das ist holographisch. Vanille, ne? Und guck mal jetzt auf den Lippen. Darf ich dich küssen? Noch nicht, wenn ich fertig bin. Will ich auch küssen. Wenn ich fertig bin, Jungs. Du darfst nicht reden. Achso, okay, soll ich so machen? Nein, einfach nur mal lassen. Was machst du? Bro, was machst du? Ist das falsch? Nö, ist richtig. Ich sehe aus wie so eine voll fertig. Gewichste. Stark, und jetzt kannst du dir das angucken. Der schmeckt gut. Siehst du? Der schmeckt ja mega. Alter, kann ich auch mal probieren. Lass mal gehen zum Snacken, ne? Wenn du Hunger hast. So, dann schaue ich mich mal kurz an. Chat, wie findet ihr mich? Links ist Pietro, rechts ist Dagi gewesen. Ey, ich guck mal ganz kurz. Ich guck mich jetzt mal selber ganz kurz an hier. Ja, mega, oder? Ich würde, es sieht nicht schlecht wow, aus. Wow, wunderschön. Ich weiß nicht, was das für ein Kringel ist, aber es war kreativ. Ja, aber ich wollte auch was irgendwie besonders sein. Ja, das hast du gut hinbekommen. Das bist du.